Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unreal Engine Tutorial. Und heute zeige ich euch ein ganz, ganz einfaches, simples Water Material. Das sieht hier ein bisschen strahlend aus, das sieht aber gleich anders aus. Hat sich jetzt falsch angehört, der letzte Satz. Egal. Ihr braucht dafür nicht viel. Ihr braucht ein Constant Free, ein Constant One, Constant One, Constant One, Constant One, ein Add, ein Multiply. Irgendein Water Normal, was ihr von mir aus auch von Google her haben könnt. Das wird wahrscheinlich alles funktionieren. Ein Penner, ein. Ja, Penner und ich baue jetzt noch ein. Ich baue das Ganze jetzt noch so ein. Ein Multiply. Ein Constant One. Constant One. Dankeschön. Und ein Time brauchen wir jetzt. Oder ihr könnt das auch einfach so lassen, aber so kann ich später das Material noch ein bisschen einstellen. Und ich mag es, wenn ich mein Material einstellen kann. Das gehört für mich sozusagen dazu. Ja, jetzt steht es auf 0. Coordinate, Coordinate. Und ja, jetzt könnt ihr halt hier bei den Textcodes noch die Größe einstellen. Der einzelnen beiden Normals. Beim Penner die einzelne Geschwindigkeit. Ja, hier könnt ihr die komplette Geschwindigkeit von beiden einstellen. Was ist hier oben? Hier haben wir einen Constant Free. Die Werte schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Dann sieht das, mit den Werten sieht das nämlich am allerbesten aus. Hier ein Multiply. Ja, die Farbe verhellen wir ein bisschen mit dem Constant One. Also mit dem Constant. Ich sage immer Constant One. Ja, dann haben wir hier ein Specular 150 Constant und ein Constant mit 0,8 und das bei Metallic. Wenn euch der Metalleffekt nicht ganz so gefällt, dann könnt ihr den auch ein klein wenig runterstellen. Aber ich empfehle ihn auf 0,8 zu lassen. Wenn ihr den nämlich weiter runterstellt, dann sieht das nicht mehr ganz so toll aus. Dann wird es halt ein bisschen zu matschig, finde ich. Wenn wir jetzt nochmal das, oh, das wollte ich nicht. Wenn wir jetzt nochmal das wieder auf 0,8 hochstellen, dann werdet ihr merken, diese 0,2 machen wirklich den Unterschied. Ja. Man sollte es gesehen haben. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen, einfachen Meeresmaterial helfen konnte. Und ach ja, ich habe noch was vergessen. Roundness muss auch 0 sein. Ja. Das war's dann aber jetzt. Ich schreibe euch, wie gesagt, die Werte von dem Constant Free in die Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.